Giusselino, du giltst als einer der bedeutsamsten Seher und Propheten unserer Zeit, der in seinen Träumen zukünftige Ereignisse voraussieht. Kannst du uns bitte erklären, wie das funktioniert? Dieses seltene Phänomen heißt Präkognition. Ich würde erzählen, uns würde interessieren, wie das funktioniert und was du mit diesen Informationen machst. Juscelino, você é conhecido como um dos mais conceituados videntes de nossa época, que se projeta a situações futuras durante seus sonhos. Este fenômeno, muito raro, se chama premonição. Você pode explicar como funciona e o que você faz com as informações obtidas desta forma? Bem, o processo é muito simples. O processo é sehr einfach. Todas as noites eu recebo sonhos. Jede Nacht empfange ich Träume. Esses sonhos são processados através de depois que eu entro em sono profundo. Und zwar diese Träume, die kommen nachdem ich also in eine tiefe Traumphase gegangen. São 1 a 9 sonhos noturnos. In der Nacht zwischen 1 und 9 Träumen. E depois eu recebo aquelas informações como se eu estivesse lá, como fosse desdobramento. Ja, und zwar ich empfange diese Information ganz plastisch, so als wenn ich da wäre, als wenn ich direkt dabei wäre. Aí eu vou até o lugar e compreendo todas as línguas e aí eu vou vendo a ação como ela é em real no futuro. Und zwar ich bin dann praktisch präsent an dem Platz. Höre, was gesprochen wird, in allen möglichen Sprachen und kann das danach aufschreiben. Daí eu escrevo aquelas informações, transformo em cartas, né? Ja. Ich schreibe also die Informationen auf, dass ich sie nicht vergesse, und dann mache ich Briefe daraus. E essas informações vai para as pessoas comuns, também autoridades. E várias personalidades do mundo e que bem como as pessoas também que não são conhecidas. Und zwar diese Information, die schicke ich dann den Personen, die es betrifft. Das sind völlig normale Menschen, auch Prominente darunter, sind Behörden, Regierungsstellen, für wen auch immer diese Informationen wichtig sind. Em torno de 70% a 96% se tornam realidade. Ja. Ein großer Teil davon, zwischen 70%, teilweise auch mehr, werden Realität. Giusselino, kannst du uns einige Beispiele für Vorhersagen geben, die eingetroffen sind? So zum Beispiel wie der, ja, vor einigen Monaten der Brand in Notre Dame in Paris, den du schon 2015 vorausgesehen hast? Juscelino, você pode nos dar alguns exemplos de premonições que se realizaram? Como, por exemplo, com a Catedral Notre Dame em Paris. Você já havia previsto esse incêndio em 2015? Isso. Na verdade, foi tido um sonho sobre Notre Dame. Ja, in Wirklichkeit. Also, ich hatte einen Traum über Notre Dame. A Catedral, né? Die Kathedrale. Então, o que aconteceu? Eu recebi essa informação que teria um incêndio criminoso e ia acontecer naquela data. Ah, ja, das ist interessant. Und ich bekam diese Information, dass da ein Feuer ausbricht, und zwar sogar, dass es einen kriminellen Hintergrund hat und auch das Datum, an dem das passiert. E aí, o que eu fiz? Quando eu recebi essas informações antecipadas, eu escrevi uma carta para os governantes de lá e mandei também para a Catedral. Ja. Und was ich in solchen Fällen mache, ich habe das also dokumentiert, aufgeschrieben sofort und dann einen Brief geschrieben, einerseits an die Behörden in Paris und andererseits an die Kathedrale selbst. Aí como eu posso ter aquela informação para eu poder falar daquela maneira que as pessoas têm dificuldade de entender? Ja, natürlich ist es nicht so einfach, in einer Weise zu sprechen, dass die Personen das wirklich verstehen, weil Präkognition ist ein sehr seltenes Phänomen. É porque é como se fosse uma viagem astral. Ja, es ist so, als wenn es eine Astralreise ist. Eu estou no ambiente. Ich bin dort, an dem Ort. Observando as pessoas. Sehe, beobachte die Person. Observando o lugar. Den Platz. E como foi feito aquilo, como aconteceu aquele incidente. Und was sich da ereignet, also wie dieser Vorfall passiert ist.
E é desta forma que eu sei bastante informações e transcrevo nas cartas que eu envio para as pessoas. Genau. Auf diese Weise bekomme ich sehr viele Informationen, genaue Informationen, mit denen ich dann diese Briefe schreibe. Deixo bem claro que não é tudo que nós vamos escrever que vai acontecer da forma como nós escrevemos. Ja, klar ist, nicht alles, was ich auf diese Weise sehe, wird sich auch so ereignen, aber sehr häufig. Mas entre 70% e até 96% acontece da forma como está escrito. Also zwischen 70 und 90% treffen durchaus die Dinge so ein, wie ich sie beschreibe. E tem outros casos que a gente mandou também para o World Trade Center. A gente estava dentro do avião, de repente, dentro da torre. Ja, zum Beispiel, ich habe also viele andere Sachen gesehen, zum Beispiel die Attacken aufs World Trade Center mit den Flugzeugen. A gente viu como que aconteceu, aquele sofrimento das pessoas envolvidas. Ich gesehen, genau wie das passieren würde und auch das ganze Leid, was das über die Menschen gebracht hat. E esse sentimento a gente transforma em cartas. Und das, wie gesagt, bringe ich dann diese Briefe rein, die ich verschicke. É assim que acontece. So passiert das Ganze, so ereignet sich das. Giuseppino, viele der vorhergesehenen Ereignisse beziehen sich auf unsere Umwelt und das, was dort in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sich ereignen wird, was auf die Menschheit zukommt. Kannst du uns da einige Beispiele geben? Und vor allen Dingen interessiert uns natürlich, was können wir tun, um das Schlimmste noch zu verhindern? Ist das überhaupt noch möglich? Das ist ja auch eine wichtige Frage. Muitas das situações, Juscelino, por você previstas, tem a ver com o meio ambiente e tudo que acontecerá nas próximas dezenas de anos com a humanidade. Você pode nos dar alguns exemplos? E o que podemos fazer para minimizar o pior? Isso ainda é possível? Bem, começando da forma diferenciada. Tudo é possível. Ja, also wir müssen da sehr differenziert uns das anschauen. Alles ist noch möglich. As pessoas precisam começar a aprender. Die Menschen müssen ganz einfach anfangen, wir Menschen müssen ganz einfach anfangen zu lernen, zu verstehen. Primeiro, nós estamos destruindo planeta. Ja, zunächst mal ist ein Faktum, dass wir hier einen Planeten, nämlich unseren Planeten, zerstören. E nós somos parte dessa natureza que nós estamos destruindo. Genau, und wir sind einfach Teil dieser Natur, die wir hier zerstören. Então, esse problema nós estamos simplesmente causando a natureza vai virar contra nós mesmos. Ja, und das ist irgendwie natürlich verständlich. Die Probleme, die wir der Natur machen, kommen in irgendeiner Form auf uns zurück. Para você ter uma ideia, em 10 anos destruímos mais de 3 mil espécies de animais extinguidos. Nur um ein Beispiel zu geben. In 10 Jahren haben wir mehr als 3000 Spezies, Tierspezies, praktisch ausgelöscht. Então, essa é uma atitude que está sendo, o fato está acontecendo pelas atitudes humanas. Ja. Tatsache ist ganz einfach, all das passiert durch die Haltung der Menschen, durch das, was wir Menschen tun. E o que nós precisamos fazer para que isso não ocorra, que eu vou dar alguns exemplos ainda. Ja, und das, was wir tun müssen, damit sich das nicht ereignet, dafür werde ich einige Beispiele geben. Somente a união das pessoas. Ja, wir Menschen müssen zusammenwachsen. De todas, não governamentais, governamentais, religiosas. Igrejas, filosofias. Ja, und zwar alle Seiten müssen zusammenwachsen. Regierungen, Nichtregierungsorganisationen, Kirchen, Religion, alle letztendlich. As escolas, die Schulen, os governos, die Regierungen. Todos precisam se unir nesse momento para que a gente consiga mudar essa situação. Alle müssen sich sozusagen vereinen, zusammentun, damit wir diese Situation noch verändern können. E temos a somente até 31 de dezembro de 2020. Und wir haben nur bis zum 31. Dezember 20, also gut anderthalb Jahre jetzt. Ja. E o nosso sonho não é falar coisas desse tipo, mas é transmitir para as pessoas que nós precisamos de atitudes, ações. Ja. Das, was wir hiermit vermitteln wollen, ist nicht jetzt, um irgendwelche Ängste zu wecken, sondern einfach, um zu zeigen, das, was jetzt zählt, ist Handeln.
Wir müssen handeln. Vou dar um exemplo. Gib ein Beispiel dafür. Que é muito importante para as pessoas entenderem. É sehr wichtig, dass das zu verstehen. Que até 2043, se nada for feito, se nada for feito para resolver esse problema, 80% da população mundial poderá ser dizimada. Dizimada. Sim. Terminada. Terminada, ja. Also, gibt ja ein sehr drastisches Beispiel. Wenn sich bis 2043, also wenn sich bis zum Jahr 2043 nichts Grundlegendes ändert, dann kann das bedeuten, dass bis zu 80% der Menschheit... Giuseppino, wir haben gerade jetzt im Juli neue Hitzerekorde erlebt. In Deutschland 42,6 Grad, jetzt vorher waren es 40,3, also 2,3 Grad mehr. Ist das schon der Beginn der Erderwärmung? Sind wir da schon mittendrin? Und wie weit wird uns das noch führen? Wie weit wird das noch gehen? Juscelino, nós estamos vivendo agora no mês de julho novo recorde de calor. Na Alemanha, por exemplo, as mais altas temperaturas chegaram a 42,6 graus Celsius. Antigamente, o nível mais alto era 40,3. Isto já faz parte do aquecimento global. E aonde chegará tudo isso? O que eu posso dizer é que isso daí também foi parte da minha previsão, se a gente analisar. Ja, was ich sagen möchte, ist, das war genau auch Teil der Dinge, die ich vorausgesehen habe. São anos explicando para as pessoas que o nosso planeta está aquecendo demais. Ja. Also seit Jahren schon erkläre ich den Menschen, die ich treffe in Seminaren, in Vorträgen, dass sich unser Planet immer weiter erwärmt. E daqui 3 anos, vamos dizer, daqui 3 anos apenas, a Alemanha pode chegar a 45, 46 graus. Ja, und wenn wir es mal so sehen, in 3, 4 Jahren oder so, von jetzt an, könnte es in Deutschland auf sogar zu Temperaturen von 45 oder 46 Grad kommen. Eu não falo isso para assustar as pessoas, não, para causar medo para as pessoas. Ja, ich sage das absolut nicht, den Menschen Angst zu machen. Eu falo para conscientizar, as pessoas precisam se conscientizar. É aprender a amar mais a natureza e respeitar o nosso ambiente, se nós não fizermos isso. Sondern ich sage das einfach, die Menschen aufzuwecken, sie bewusst zu machen, dass wir mehr die Natur respektieren. E nós estamos envolvidos com isso, e nós estamos destruindo apenas, não construindo nada, precisamos construir mais. Ja. Das heißt, ganz klar zu sehen, dass wir wirklich zerstören, dass wir die Natur zerstören, und was wir in Wirklichkeit tun müssen, ist, die Dinge wieder aufzubauen. A solução existe, mas depende todo mundo ter uma ação. Ação, precisamos ação. Falar de coisas bonitas. Lösungen gibt es. Es gibt noch mögliche Dinge, die wir tun können. Aber das beinhaltet und bedeutet, dass wir handeln müssen. Falar de coisas bonitas, só de energias, de espiritualidade, não vai resolver o problema. Ja, nur von schönen Dingen zu sprechen, über Spiritualität und anderes, das allein wird nicht helfen, die Dinge zu lösen. Nós precisamos ações. Ja, wir brauchen Aktion, Handlung. Isso pertence ao corpo físico, a nós todos. A responsabilidade é nossa. Ja, die Verantwortung liegt bei uns Menschen, die wir hier auf der Erde, hier und jetzt verkörpert sind. Wir müssen es in die Hand nehmen. E eu acredito na humanidade. Eu sei que pode mudar. Und ich glaube weiterhin an die Menschheit. Ich bin sicher, dass wir es noch verändern können. Precisamos nos unir. Wir müssen einfach nur uns vereinen. Juscelino, du willst ja Menschen mit deinen Vorhersagen nicht erschrecken, ihnen keine Angst machen, sondern einfach auf zukünftige Gefahren aufmerksam machen. Jetzt gibst du auch mehr und mehr Vorträge und Seminare überall auf der Welt, kommst auch im November zu 2 Seminaren nach Berlin und Frankfurt nach Deutschland. Was möchtest du den Menschen sagen in den Seminaren und was kann jeder aus diesen Seminaren für sich persönlich und für sein Leben mitnehmen? Juscelino, você não quer assustar as pessoas com as suas premonições, mas sim chamar a atenção de perigos futuros para podermos nos preparar.
Agora, você está realizando mais e mais palestras no mundo inteiro, como agora em novembro em Berlim e Frankfurt. O que é mais importante para você? O que você quer transmitir para as pessoas? O que cada um dos participantes de seus seminários e sessões individuais podem levar consigo? Bem, primeiro de tudo, a transformação. Also vor allem anderen die persönliche Transformation. O verdadeiro amor que nós precisamos. Die wahrhafte Liebe, die wir brauchen. É uma grande transmissão que eu quero fazer da situação real. Ja, und das, was ich wirklich zeigen möchte, rüberbringen möchte, das ist die reale Situation, in der wir sind. Como já foi dito na pergunta, eu não quero assustar as pessoas, criar pânico, criar medo. Ja, wie ich schon vorher gesagt habe, es liegt mir nicht daran, irgendjemand Angst zu machen, Panik zu kreieren, darum geht es überhaupt nicht. Eu quero dizer para as pessoas que vêm na minha palestra, que vêm participar comigo, é que nós temos solução para essas coisas. Ja, ich möchte vielmehr den Menschen, die in die Seminare kommen, zeigen und sagen, ja, es gibt noch Lösungen, wir haben es noch in unserer Hand. Nós precisamos nos unir. Aber wir müssen uns vereinen, wir müssen zusammenstehen. Para resolver problema aqui, não adianta o medo não vai deixar você escapar desse problema se você estiver com medo. Genau. Also es hilft überhaupt nicht Angst zu haben. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Die wird uns überhaupt nicht weiterhelfen. Wir müssen einfach den Dingen ins Auge gucken. Mas você pode fazer algo para você transformando esse medo em felicidade para quem vem no futuro. Das ist wunderbar. Aber was jeder für sich selbst machen kann, ist ganz einfach die Ängste, die da sind, die natürlicherweise auch da sind, die einfach in Felicidad, in Glück, in Glückseligkeit umzuwandeln. Zum Schluss, Juscelino, eine brisante Frage mit der Bitte um eine ehrliche Antwort. Und zwar, haben wir Menschen es noch in der Hand, das Leben auf der Erde in guten Bahnen zu lenken? Und wenn ja, wie? Welchen Rat gibst du dazu der Menschen? Para finalizar, Juscelino, uma pergunta explosiva, com pedido de uma resposta verdadeira. A humanidade ainda tem em suas mãos direcionar, dar novo rumo à vida da Terra? Por bom e pacífico caminho, nós podemos conseguir, caso seja possível, como? Qual o conselho que você pode dar para a humanidade? Primeira coisa, a gente aprender a amar. Ja, als allerwichtigstes und allererstes, wir Menschen müssen lernen zu lieben, wahrhaftig zu lieben. Aprender a respeitar. Lernen uns gegenseitig zu respektieren. E nós engrandecermos com nossa espiritualidade. Und in unsere Spiritualität hineinzuwachsen, dadurch zu wachsen. Desta maneira, a gente cria crescimento pessoal e aprendizado maior para todos. Dadurch kommen wir zu einem größeren persönlichen Wachstum und durch das persönliche Wachstum vieler Menschen letztendlich auch zu einem Wachstum von allen. Mas nós deve se lembrar, todas vocês devem lembrar, não podemos ficar só na teoria. Isso é prática, ação. Ja, aber das ist es eben. Das Ganze darf nicht nur in der Theorie passieren, können wir nicht nur darüber sprechen, sondern es ist wichtig, es zu tun, dass es auch in der Praxis passiert. E assim teremos mundo melhor para todos. Und auf diese Weise werden wir eine bessere Welt für alle schaffen. Sem exceção. Sem? Exceção. Ah ja, ohne Ausnahme, also für alle wirklich. Juscelino, hast du vor deinem Besuch noch eine spirituelle Botschaft für die Menschen in Deutschland? Você tem antes da sua visita à Alemanha, Juscelino, mensagem espiritual para as pessoas de lá? Eu penso assim, a Alemanha é uma grande potência. Also, ich möchte Folgendes sagen. Deutschland hat große Potenziale, ist sehr stark. É povo muito importante para a humanidade. Es ist ein Volk, was für die Menschheit wirklich wichtig ist. Tem uma história magnífica. Hat eine großartige Geschichte. E a Alemanha
tem que crescer junto conosco, tem que estar junto conosco, estar nessa luta para proteger a natureza. Eu, Alemanha, eu confio que o povo alemão pode trazer muitas informações, muitos projetos e direcionamentos para que a gente consiga beneficiar o planeta. Also ich denke, Deutschland kann auch eine große Rolle darin spielen, wirklich Projekte zu erfinden, die eben unserer Umwelt helfen, die die ganze Situation verbessern. Da gibt es sicher große Potenziale in Deutschland. E sobretudo, se espiritualizar, a Alemanha precisa, nesse caso, aprimorar e crescer muito na espiritualização, porque o povo já é espiritual. Ja, ich denke, was ganz wichtig ist, ist, dass Deutschland und die Menschen, die dort leben, einfach immer mehr in die Spiritualität reinwachsen. Denn, so wie ich das sehe, haben die Deutschen da ein großes Potenzial. E assim o mundo será melhor. Und dann kann sich auch die Welt verbessern. Inclusive para a Alemanha. Auch für Deutschland. Obrigada, Suslino. Muito obrigada. E bem-vindo na Alemanha, a Berlim e Frankfurt em novembro. Sim. Você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Em seguida, clique em inscrever-se. Deixa seu joinha, o YouTube só vai avisar de vídeo novo só para quem é inscrito do canal e que deixa joinha.